Hallo liebe Kinder der Sonnengruppe, hier ist ein Buch für euch, vorgelesen von Daria. Hallo, wir haben uns überlegt, dass wir euch heute das Buch Malte Maulwurf und seine wundersame Fernseher von Daniela Kulot vorlesen. Malte Maulwurf sieht sehr schlecht, wie alle Maulwürfe, aber um fernzusehen sind seine Augen gut genug. Das weiß er genau. Seine Freundin Mia Maus hat ihm nämlich zum Geburtstag einen super tollen Fernseher geschenkt. In HD-Qualität, mit Fernbedienung. Dass der Fernseher keinen Ton hat, stört Malte nicht weiter. So singt und spricht er einfach selbst dazu. Dann kommt seine Freundin Mia Maus zu Besuch. Denn wenn Malte Maulwurf erzählt, mag sie das am allerliebsten. So auch an diesem Tag. Darf ich vorstellen? Das ist das Liebespaar des Jahres, spricht Malte. Prinzessin Qualerina hat den Prinzen Willigdenn zur Frau genommen. Zum Mann. Alle Freunde reisen an, um zu gratulieren und zu feiern. Zu tingen und zu sanzen. Umgekehrt. Zu sanzen und zu tingen. Jawohl. Und sie feiern bis tief in die Nacht hinein. Bis alle ganz wunderbunt, glücklich, froh und frei sind. Plötzlich klopft es an der Tür. Was macht ihr denn da? Fragt das Kaninchen. Psst, sagt Mia, wir sehen fern. Ihr seid ja komisch, wundert sich das Kaninchen. Das ist doch kein Fernseher. Doch Malte erzählt weiter. Am nächsten Morgen, als die Freunde erwachten, war die Welt verwandelt. Das ganze Reich schillerte in prächtigen Farben. Plötzlich klopft es wieder an der Tür. Was macht ihr denn da? Fragen die Ameise und der kleine Marienkäfer. Psst, sagte Mia Maus und das Kaninchen. Wir sehen fern. Ihr seid ja verrückt, lachte die Ameise. Das ist doch kein Fernseher. Doch Malte Maulwurf erzählt weiter. Die Freunde fühlen sich wie neu und die bunten Farben wuchsen und wuchsen. Bis ein ganzer Buntwald entstanden war. Einige der Freunde konnten nun fliegen, andere rückwärts gehen, wieder andere ein Fahrrad reparieren. Kurzum, jeder konnte das, was er schon immer können wollte. Und schon wieder klopft es an der Tür. Was macht ihr denn da? Fragt der Hamster. Psst, sagten die Maus, das Kaninchen, die Ameise und der kleine Marienkäfer. Wir sehen fern. Ihr träumt ja, kichert der Hamster. Das ist doch kein Fernseher. Doch Malte Maulwurf erzählte weiter. Da fragte der Stein, der immer so am Rande lag, wo kommen all die bunten Farben her? Warum sind alle so anders? Weißt du, sagten die Prinzessin und der Prinz, wenn du wunderbunt, glücklich, froh und frei bist, dann kannst du Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Und du kannst Dinge erreichen, die andere nicht erreichen können. Aha. Jetzt klopft es nochmal an der Tür. Was macht ihr denn da? Fragt der Molch. Psst, sagt die Maus, das Kaninchen, die Ameise, der kleine Marienkäfer und der Hamster. Wir sehen fern. Ha, lachte der Molch sie aus. Habt ihr Tomaten auf den Augen? Das ist doch kein Fernseher. Ich zeig euch mal, was ein richtiger Fernseher ist. Kurze Zeit später rückt der Molch mit einem Mordsfernseher an. So, jetzt könnt ihr richtig gucken. Oh, freut sich Malte, den können wir brauchen. Vielen Dank, lieber Molch. Malte Maulwurf stellt den Fernseher auf. Dann bittet er die Maus, das Kaninchen, die Ameise, den kleinen Marienkäfer, den Hamster und den Molch Platz zu nehmen. Und zwar genau hier. So, sagte Malte, jetzt könnt ihr richtig gucken.
und Malte erzählte und erzählte, bis alle ganz wunderbunt, glücklich, froh und frei sind. Ende.